Hallo ihr Lieben! Und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Und zwar haben wir hier ganz viele Badezusätze. Genau, und die wollen wir alle hier in die Bademuschel reintun. Mhm. Und wir sind mal gespannt, was es für eine Farbe gibt und wie sich das überhaupt auswirkt. Ja. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das würde uns sehr freuen. Luisa fängt jetzt mal an. Ich habe dieses Tinti Badeknister. Badekristalle? Knistert das? Nee. Nee, das knistert nicht. Badekristalle. Badekristalle, genau. Ich mache dir das gerade auf. Ach nee, es geht leicht. Okay, dann geht mal rein. Mal gucken, ob das... Boah, es sind Badekristalle. Mhm. Ganz rot. Dann mache ich mal... Das riecht auch sehr gut. Oh ja, das riecht sehr, sehr gut. Ich hab viele Badekristalle. Ja. Ich mache magische Knisterwelt. Knister und Farben. Badegranulat mache ich jetzt mal rein. Und das ist gelb. Ne? Weiß ich nicht. Da steht ja? Auch gelb. Gelb, ja. Oh, das riecht auch total lecker. Ja. Ich mach. Das ist wirklich gelb. Das riecht sehr gut. Oh, das vermischt sich schon richtig. Ja, jetzt wird's grün. Oh, cool. So, dann habe ich noch dieses Isana Kids Badeperlen Erdbeere. Das sind so kleine Perlchen. Ja. Da. Ja. Geht's? Schwer? Ja. Ich habe so nasse Hände. Ja, so. Upsi, kleine Perlchen. Ist nicht schlimm. Super gut. Die ist mega, ja. Verteil das am besten immer so ein bisschen, ne? So. Jetzt sieht das Wasser ganz eklig aus. Das sieht so grün, ja. Orange. Dann mache ich jetzt mal Schaumbad rein. Ich habe auch nasse Hände, deswegen geht es schwer auf. Oh. Das ist auf jeden Fall blau. Wir haben das schon öfters gehabt. So, ja. Und da wird es schaumig. Oh, das riecht so lecker. Mhm. Das haben wir immer als Shampoo. Ja? Shampoo. So, dann bist du wieder dran. Ja. Oh, da wird es wieder. Dann Traumfahrer Farb Zauberbad von Kneipp. Kneipp? Ja. Zwei. Das sind zwei, ja. Weil das dann wichtig ist, dass ich das. So. Oh, es riecht auch gut. Das sind zwei Farben, einmal rot und einmal blau. So, das ist Prinzessin Sternzauber Winterwunder Badestern. Das riecht auch mega lecker, das haben wir auch immer. So sieht er aus. Er ist sehr, 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 sehr gut. Und? Weil er braucht ein bisschen, bis er sich auflöst. Ich nehme den dann immer noch mal raus. Oh, das ist schon gelb. So, dann habe ich Naturkind Seezauber Schaumbad. Seeräuber, ja. Seeräuber. Soll ich den wieder aufmachen? Ja. Sehr grün. Oh. Voll grün. Ja, mach mal rein. Boah, das ist ja knallgrün. Oh ja, mega grün. Ich hab jetzt keins mehr. Ich hab noch zwei von mir. Okay. So, ich mache jetzt TT Sepp Kinderspaß Einhorn rein. Das hatten wir auch schon mal zu Hause. Mal gucken, steht nochmal mit Schere, aber geht auch so. Das ist Einhorn. Oh. Ich habe davon jetzt einen Drachen. Oh, das ist ganz dunkel. Hä? Wow, bei uns war das, glaube ich, nicht dunkel, oder? Doch, lila. Ja. Mhm. Ganz dunkel lila. Bis jetzt sieht das Wasser sehr eklig aus. Ja. Ich sprühe jetzt einmal rum.
Oh, geil. Guck mal, welche Farbe. Rot. Ganz dunkelrot. So, mein Mann kommt noch mal was näher, weil es knistert jetzt. Ich hoffe, man hört das. Es knistert mega. Wir haben eben gedacht, es würde anfangen zu regnen, aber das ist das Schaumbad. So, jetzt kannst du das mal reinkippen. Also Luisa kippt jetzt Teedesel, mein Drache rein. Das ist bestimmt auch grün. Hellgrün. Ich habe gedacht, das würde jetzt mega schäumen hier drin, aber nein. Das schäumt ein bisschen. Ich rühre es jetzt nochmal um. Luisa will gleich noch da reingehen. Muss aber erstmal ihre Badehose anziehen. Ja. Boah. Das Wasser sieht jetzt ganz, ganz eklig aus. Sieht so ganz dunkel. Komm nochmal bitte gerade ein bisschen näher. Und es ist auch ganz schäumig. Schaumig. Ah, der Badestein ist noch nicht ganz aufgelöst. Schade. Ja, es sieht jetzt ganz dunkel aus und so. Also arg schäumen tut es nicht. Ich habe gedacht, es wird jetzt mega schäumen hier drin. Also jedenfalls sieht es aus wie Cola-Wasser, finde ich. Ganz braun. Lecker. Ja, Luisa zieht sich jetzt mal ihre Badehose an und dann kann sie mal reingehen. So, Luisa ist startklar. Boah, ist das Wasser kalt. Ja, wir haben ja Kaltes reingemacht, ne? Es sieht richtig eklig aus. Wie Cola-Wasser. Halb braun. Ah, da ist der Stern drüben. Oder doch nicht. Ich will aber nicht den Stern. Oh, doch, der Stern. Hast du? An der Seite. Der Stern hat sich immer noch nicht aufgelöst, bestimmt weil es wasserkalt ist. Mhm. Luisa wollte sich jetzt mal hinsetzen. Oh, das ist kalt. Kalt. Das ist aber jetzt auch richtig, man merkt, dass es da ganz viel drin ist. Die ganzen Finger sind so voll Seife, so extrem Seife. Ein bisschen Schaum. Ich hätte gedacht, es wird mehr schäumen. Ich auch. Es wird so richtig schaumig. War mal unser Experiment. War unser Schaumexperiment. Aber färbt sehr gut ab. Ja, stimmt. Deine Beine sind auch schon ein bisschen rot. Ja. Rote Flecken? Als ob ich geblutet hätte. Ja. So, das war's mit unserem Badezusatzexperiment. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und wie immer meine zwei Leute grüßen. Das Wasser ist jetzt gar nicht mehr so kalt. Es ist schon ganz angenehm. So, jetzt fange ich aber wirklich mit den Grüßen an. Einmal Sonja Liskova, Juliana Schwill. Hallo ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.